Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Torchlight 1. Ja, im letzten Part haben wir über Gewalt gesprochen, ein bisschen über Gewalt in Spielen, die fiktive Gewalt. Ja, und jetzt muss ich mir ein neues Thema überlegen. Scheiße. Neues Thema, neues Thema. Scheiße. Mir fällt momentan nichts ein. Ja, vielleicht kann ich ein bisschen was über Drogenkonsum und war nur ein Konsum von Zigaretten und Alkohol kann ich ein bisschen was dazu sagen. Und ich sehe schon, unser Leben ist ein bisschen, ja, oh, ich dachte, es wäre. Ich wollte gerade unseren Hund hier umnatzen. Also, weil ich dachte, aber ich finde sowas echt. Also, das. Ich meine, ich finde das Spiel echt geil und so, aber das nervt dann ein bisschen so. Wenn dann auf einmal so eine Dunstwolke von verdorbenen Gerüchen einem in die Nase steigt. So finde ich echt widerlich. Und ich frage mich immer noch, wer gräbt so tief im Tunnel? Ich meine. Wahrscheinlich waren es Zwerge wie in Herr der Ringe, die Minen von Moria. So ist ja auch übertrieben groß. Das sieht man ja irgendwann so eine Großaufnahme so. Ja, das ist ja vielleicht mal Ende. So, da ist ja, sieht man ja auch an einer Stelle so einen Großaufnahme, so sieht wie hoch. Da kommen dann die Orks, glaube ich, runter. Und dann sieht man so, wie klein auf einmal die Gefährten sind. Als Frodo, Sam und so. Gandalf, Gündül. Hier. Megasprung, Kamehameha. Und ja, da sieht man ja auch, wie tief, wie riesig auf einmal diese Minen sind. Und so. Und so ist es irgendwie hier dann. Ah, ein Geheimraum. Oder so. Ja. Oh, Mana aufgetankt. Und so fühle ich mich ja gerade, bloß eben ohne die listigen Säulen und noch größer. Kabitsch! Komm. Uran. Uran, meine Beine schlafen wieder ein. Oh, scheiße. Also die Statuen machen mir ein bisschen Angst. Erinnert mich. Ah, das erinnert mich ein bisschen an die Schachfiguren in Harry Potter und der Stein des Weisen. Oh nein, 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 nein. Mega Giftwolke, oder wie? Ja, und hier können wir kurz ein bisschen was verschärfen. Hell's Maul. Und so, also, so die Schachfiguren. Die ja auch so riesig sind. Scheiße, da hat es mir gerade Fraps ein bisschen zersammelt, weil ich auf die falsche Taste gekommen bin. Ja, ich bin unschuldig. Nein, bin ich nicht. Ich bin so ein Vollidiot. Ja, dann schneide ich die einfach aneinander, wenn es geht. Ansonsten lade ich die beide hoch. Scheiße, Mann. Scheiße, 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 mega scheiße. Das nach 5 Minuten. Zack, ja, wenn ich mich
echt drüber aufregen. Fuck mich da gerade übelst ab, dass die Aufnahme gerade zersammelt hat. Ja, egal, kann jedem mal passieren. War nicht beabsichtigt. So, der hier ist verwirrt, den können wir schnell umnatzen. Die müssten eigentlich strategischer vorgehen, so die mit Schild nach vorne schicken und dann so eine schönen so was Schönes bilden, so ein schönes Kriegsgebilde bilden, wie die Römer diese Schildkröte, die dann, die man ja kennt, so da laufen die da mit den Schildern so über sich, haben die dann die Schilder und die ganz vorne haben die Schilder da vorne. Und ja, das war damals die effektivste Methode, also da sind, die Römer waren damals die bestausgebildetste, Dings, Armee, was schon irgendwie beeindruckend ist, weil, ja, aber was ich lustig finde, die hatten da immer Wein dabei, der war jetzt nicht so hart und, also der hatte irgendwie 6% Alkohol oder so, hat mir mal mein Geschichtslehrer erzählt und so, und das war dann, schon krass irgendwie. Pam, direkt ihr Nutten. Ja, und ganz ehrlich, das Schwertseil ist schon so eine krass ausgebildete Armee gab. Das ist hammermäßig. Hier, dann hätten wir ein kleines Heilbecken. Wie heißt's? Ja. Ja. Oh, Spinnen. Das ist ja auch sowas so. Ja, wir kommen jetzt von Römer zu Spinnen. So viele Menschen haben eine Spinnenphobie. Ich meine, ich mag die Viecher jetzt auch nicht, aber ja, ich hasse sie jetzt auch deswegen nicht. Okay, wenn bei mir einer im Keller ist, dann mein Gepäck ist voll. Natze ich die schon um und so, aber ansonsten finde ich nichts Schlimmes an denen. So, alles bei eBay verkauft? Nein. Und ja. Mal nach den FPS gucken. Ja. Wenigstens kann ich flüssig spielen. Zack. Zack. Ja, und was ihr da im Hintergrund hört, eventuell, das ist meine große Schwester, die extrem laut ist. Naja, ist ja nicht mein Fail. I am like a lion with großen Fangzähnen. Ja, so ungefähr sehe ich dann auch aus. Oh, ich bin. Okay, jetzt wird mir zu bunt. Wo kommt eigentlich der Ausdruck? Es wird mir zu bunt. Also, ich meine, ich sehe Farben. Also, ich sehe alles nur bunt, wenn ich irgendwie bekifft bin oder so, habe ich mir sagen lassen. Oder andere Drogen genommen habe, wie Crack und so, oder LSD oder so. Davon sieht man doch alles farbig und so. Ja, geiles Thema Drogen. Ich guck mal auf die Uhr. So, tu so, als ob ich hier was machen würde. Ne, ganz heimlich. Oh, ein... Ah, ich will nicht sterben. So, dreckiger Sack. Verreck.
Aber ganz ehrlich, hast du hier, keine Ahnung, 10.000 Jahre Ruhe in so einem Grab und dann kommt so ein Spastiker und bringt dich nochmal um, obwohl du schon verreckt bist. Also, komische Angewohnheit. Angewohnheit. Richtig asozial. Oh, da ist noch ein Gegner. Und da ist noch Gold, also wir übersehen hier noch viel. Boah, habe ich mich gerade erschrocken, da ist eine Schranktür zugeflogen. Boah, ich bin so viel zu konzentriert. Jetzt laufen wir noch schön zu dem Verkäufer hin. Verkaufen unsere Sachen. Verkaufen unseren Körper. Boah, was wollt ihr denn, ihr Neger? Nein, nein, oh, nein, das war eine eindeutige Beleidigung. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich möchte nur auch anmerken, dass ich auch einen schwarzen, einen Afroamerikaner, stimmt ja nicht, einen etwas dunkelhäutigen Freund habe und das nicht als Beleidigung gemeint war, also als du etwas dunklere Haut, du, er, sie, etwas dunklere Haut hast, dann tut es mir leid. Ja, habe ich jetzt auch, ja, gut, alles verkauft. Jut, jut. Und wir haben 56 Heiltränke. Und nein, ich mache es nicht so, dass ich irgendwie Heiltränke verkaufe, weil irgendwann, zumindest ging es mir in Torchlight 2 so, hatte ich auf einmal keine Heiltränke mehr. Und ja, dann musste ich mir welche kaufen. Hab dann, war dann in so eine, dritten Akt und hatte auf einmal keine Heiltränke mehr. So, und da war die Drop Rate extrem niedrig. Und so, und war schon ein bisschen scheiße. Ja. Was soll man machen? Und ja, ja. Vielen Dank fürs Zugucken, denn die Folge ist auch schon wieder voll. Ich schneide das Ganze zusammen. Und ich überlege mir bis zum nächsten Mal ein paar anständige Themen. So Drogen, Nutten und Bitch Slaps und so. Also, bis dann. Ciao.